So, ich denke, ich stelle es auch nochmal so in YouTube rein, in der Hoffnung, dass jemand da eine Hilfe hat, einen Ratschlag. Vielleicht gibt es ja auch noch andere im deutschsprachigen Raum, die dieses Problem haben. Und zwar handelt es sich um diese zwei Plasma-Car-Fahrzeuge, die sind identisch. Die Anleitung war leider auf Slowenisch und es war tatsächlich auch nicht die Geduld da, die richtig zu lesen. Und dann wurde leider etwas zu früh hier bei den Lenkrädern das so zusammengefügt und es hat sich das schon gespreizt. Ich habe das gerade auch mal gemessen. Jetzt hat das so oben fast 17 cm Durchmesser oben. Und das ist halt das Problem. Das ist jetzt so der Stand ist und das kriegen wir jetzt nicht mehr hier in das Lager dadurch. Das hat ungefähr 15 cm und es passt da einfach echt nicht durch. Und das Problem ist, wir kriegen das jetzt auch nicht mehr raus, zurückgeschraubt. Weil, ja, wie will man das packen, ne? Also das Gewinde von, wenn man hier am Gewinde anfasst mit der Zange, das ist auch sehr festgezogen, da dreht sich gar nichts. Hat jemand eine Idee, wie man das Problem jetzt auch lösen kann, um das zusammenzufügen? Ich habe auch den Hersteller, also ich habe zumindest den Importeur, also Winter, kontaktiert und warte da auch noch auf eine Antwort und vielleicht haben die eine Lösungsidee. Schließlich gibt es doch hoffentlich auch noch andere Leute, die dieses Problem haben. Ja, genau. Ich tue es mal auf YouTube. Gerne Lösungsvorschläge machen und kommentieren vielleicht. Da haben wir es. Da hatte ich mich jetzt hingewandt. Ja, andere, die auch das Problem haben, profitieren dann auch von den Lösungen von anderen. Bitte einfach kommentieren. Danke.